sind diese Gehege eigentlich für Kaninchen geeignet? Diese Gehege sieht man ja total oft. Ich habe auch so ein Gehege und die sind auch ziemlich günstig und sie werden auch als Kaninchengehege verkauft, also Kaninchen- und Hühnergehege. Diese Gehege haben einfach verschiedene Schwachstellen und wenn du deine Kaninchen darin dauerhaft halten möchtest, dann gibt es echt ein paar Punkte, die du beachten solltest. Weil der Draht, der hier rundherum verwendet wird, der ist einfach für deine Kaninchen nicht sicher. Das ist ein ziemlich dünner Draht, der hat auch große Abstände und der Draht ist gewickelt. Also der ist nicht punktverschweißt, sondern wenn da mal ein Kaninchen von innen oder ein Marder oder ein Fuchs von außen was aufbeißt, dadurch, dass der relativ dünn ist, geht das anscheinend auch ziemlich schnell. Also mir ist es zum Glück noch nicht passiert. Aber dann kann der sich aufribbeln. Und der ist eben nicht dick genug, dieser Draht. Und eine weitere Schwachstelle, die du auf jeden Fall ausbessern musst, solltest, ist die Tür, weil die ist unten, sieht man jetzt hier so ein bisschen, ist halt unten so ein großer Spalt. Also da kann auf jeden Fall alle Tiere reinlaufen, die da nicht reingehören. Und die Tür ist halt auch super instabil. Also ich habe das Gehege jetzt ein Dreivierteljahr und unsere Tür ist fast gar nicht mehr zu gebrauchen. Also die wechseln wir jetzt auf jeden Fall aus. Wenn du dir also so ein Gehege kaufen möchtest, einfach weil es bequem aussieht, dann stell dich auf jeden Fall darauf ein, dass du das Gehege, was hier drumherum ist, einmal komplett mit sicherem Draht austauscht. Das heißt, dass die Abstände groß genug sind, dass der Draht dick ist, also mindestens 1 mm Punktverschweiß verzinkt. All diese Sachen, da hatte ich ja auch schon Videos zu gemacht. Also der Preis, so wie er hier steht, 150 Euro, dabei bleibt es nicht. Also mein Gehege hat, das ist ein größeres Gehege, hat, ich glaube, 300 Euro gekostet und dann noch ungefähr, ich weiß nicht genau, 200, 250 Euro neuer Draht. Also du kannst mal den Preis locker verdoppeln. Das Gehege, was ich da gezeigt bekommen habe, ich persönlich finde es auch zu klein. Das Gehege gibt es ja auch in verschiedenen Größen. Also meins ist 3x6 Meter. Und ich glaube auch, wenn du siehst, wie groß es aufgebaut aussieht, also 6 Quadratmeter hört sich erstmal groß an. Letztendlich ist es aber für eine dauerhafte Haltung für zwei Kaninchen die Mindestgröße. Also wenn du den Platz hast, dann würde ich immer zu einer größeren Variante tendieren.